Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Zelonka. Hier Landwirtschaftssimulator 22 und wir spielen das Projekt Krautschlägel. Und ich bin jetzt hier noch ein bisschen unterwegs mit dem Fiat und will die Kartoffeln einsammeln. Ich habe dir in der letzten Folge euch ja ein bisschen gezeigt oder aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe mich jetzt hier dazu entschlossen, mit diesem Futteraufnahme hier zu arbeiten. Und so richtig glücklich bin ich damit auch nicht, denn er hat da manchmal auch so seine Probleme. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Ja, jetzt nimmt er wieder auf, wirft hinten nichts raus. Ja, also es ist wie gesagt auch hier ein bisschen merkwürdig und so richtig glücklich werde ich halt einfach nicht. Ne? Wir müssen immer ein bisschen unter dem Aspekt die Sache betrachten. Ich spiele hier auf der Konsole und wir haben so viele Möglichkeiten hier nicht, sodass wir dann doch ein bisschen darauf angewiesen sind, dass die Basics irgendwie, ich sage mal, zuverlässig funktionieren. Jetzt steht da irgendwas, dass man dann halt eben abhängen soll, dass man das Rohr entladen soll. So, das wäre dann so. Augenblick, wir müssen mal die Hilfe einschalten. So, Rohr ent... Ja, okay, vorne Rohr... Nee, jetzt haben wir gar nicht Rohr entladen. Ha. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wo hat er denn jetzt meine Kartoffeln? So, er sucht was, jetzt entlädt er. Also, wie gesagt, ist alles so ein bisschen mysteriös. Ja, jetzt bringt er hier auch hier entladen. Okay. Dann entlädt er irgendwo, dann nimmt das nicht wieder richtig auf. So, Augenblick mal. Jetzt runterlassen. Jetzt schauen wir mal, ob er hier die letzten zwei, drei Kartoffelchen auch nochmal aufnimmt. Okay. Okay, okay, okay. Dann wollen wir es erstmal gut sein lassen. Wir klappen das Ganze hier zusammen. Und bringen jetzt erstmal dieses Gerätchen vorne zu den anderen Kartoffelgeräten. Und ich muss mir da doch noch Gedanken machen, ob wir so dabei bleiben oder nicht. Denn ich bin mal ganz ehrlich zu euch, man muss hier wirklich überlegen. Denn mit diesen neuen Optionen, die wir haben, vor allen Dingen mit diesem großen, schönen Selbstfahrer, der für mich im Moment nur Vorteile bietet, zu einem moderaten Preis, muss man sich wirklich überlegen, wie man da weitermacht. So, aber der Vollständigkeit halber wollte ich euch noch was sagen oder zeigen. Das habe ich im letzten Video, glaube ich, nicht genau gewusst. Also dieses Gerät kann ebenfalls auch, und jetzt muss ich nochmal schauen, wo das war hier bei Förderbandsystem, wenn ich richtig weiß. Dieses Gerät kann definitiv auch die neuen Fruchtsorten aufnehmen. Also wer hier mit einer Schwart arbeiten will, mit den entsprechenden Geräten, hier seht ihr es, also die neuen Fruchtsorten sind mit aufgenommen hier bei diesem Futteraufnahmegerät von Lizard. Da könnt ihr dann auf jeden Fall auch damit arbeiten. Und wie gesagt, in der Mod-Beschreibung stand irgendwas, wenn das Gerät nicht zuverlässig läuft, beziehungsweise dann eben nicht findet oder ablädt, dann soll man es eben manuell abladen, irgendwo, wo eben dann nicht der Wagen in der Nähe steht. So, das hier der Vollständigkeit halber noch hinzugefügt. So, wir sind jetzt erstmal fertig, was die Kartoffeln angeht. Jetzt auch noch so ein Phänomen, was ich ein bisschen mysteriös finde. Das mit dem Abfahren soweit funktioniert eigentlich, aber... Ja, er hat immer da vorne ein Problem. Job erstellen, liefern, Suppenfabrik und er soll jetzt mal spaßeshalber hierher fahren. So, und Job starten. Dann werden wir nämlich vorne sehen, dass er an der Kreuzung dann anfängt, wieder mal zu weit auszuholen. Dieses Phänomen kenne ich auch von anderen Maps, Neubartelshagen zum Beispiel. Da haben wir auch so ein Problem. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mit dem Johnny hat er das ähnliche Problem. Und das ist natürlich immer ein bisschen unschön, weil wir sind doch darauf angewiesen, dass die Helfer zumindest beim Abfahren einigermaßen funktionieren, die ja mit dem LS22 dazu kamen. So, er gibt hier zu viel Gas, ist sich da nicht schlüssig. Soll er links oder rechts rum? Er könnte ja im Prinzip auch geradeaus fahren, ne? Ja, aber
Das tut er nicht. Der fährt hier einfach gegen den Mast. Und das sind so Dinge, die ich nicht verstehe, warum man eigentlich das nicht korrigieren kann oder warum sowas nicht richtig getestet ist. Liegt es jetzt wirklich an dem Kurs, der eingefahren ist? Liegt es an der KI oder liegt es eben daran, dass eventuell dieses Fahrzeug hier ein Problem hat? Als auf der Neubartelsagen habe ich so auch einen Eindruck gehabt, dass es ein bisschen auch an den Gerätschaften liegt. Jetzt bin ich am Überlegen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ist das jetzt ein Mod, ist das kein Mod, ist der standardmäßig dabei? Ich war der Meinung, der ist standardmäßig dabei. So, Job erstellen zur Suppenfabrik und ab die Post. Job starten. Und jetzt schauen wir mal, ob er es jetzt schafft. Weil ansonsten muss man sagen, wenn er es dann bis zur Suppenfabrik schafft, dann schafft er es auch sehr gut wieder zurück. Plötzlich stand er auf dem Feld, das hat dann sehr, sehr gut funktioniert. So, anderes Thema, anderes Problem, das ist diese Geschichte hier. Ja, er spinnt schon wieder mal, er weiß auch nicht warum, aus irgendeinem Grund hält er wieder und macht nicht weiter. Ja. Und was mir jetzt auch wieder passiert ist an der ganzen Geschichte ist, das muss man sich auch überlegen, wie man das am besten handelt, ist die Sache Fruchtzerstörung. Denn ich kann zwar hier über diese fertigen Karotten fahren, aber wenn man eben nicht aufpasst und das ist eben so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, wir machen hier verschiedene Wachstumsstufen auf ein Feld, damit wir immer was haben. Auch hier meine Empfehlung, macht es lieber pro Feld, so wie jetzt hier links. Denn ihr habt dann wirklich das Problem, wenn ihr hier mit diesem Ernter drüber fahrt und ihr schaltet den Helfer aus und ihr kommt über die Frucht da drüben, man sieht es ja. So. Dass man dann eben die Frucht zerstört. Also diese Wachstumsphasen sind anfällig gegen Fruchtzerstörung und dann habt ihr ruckzuck hier das Problem, dass ihr die Frucht zerstört. Ich habe jetzt Fruchtzerstörung ausgeschaltet generell. Das wäre dann eben in dem Fall mein Tipp. Anderes Problem, was ich jetzt auch so ein bisschen habe. Ja, da war jetzt natürlich nicht voll. So, deswegen habe ich, und das ist noch von den Pastinaken, die ich nämlich schon weggebracht habe in der Zwischenzeit hier mit unserem System hier, mit unserer Plattform. Ja, jetzt habe ich hier zwei Paletten und die kann ich irgendwie nicht richtig aufnehmen. Müsste ich jetzt erst mit dem Stapelgabler kommen und so weiter und so fort. Naja, also soll heißen, ist doch alles ein bisschen umständlich und ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, ich werde doch relativ zügig auf den Vollernter, auf den neuen T440 gehen. Denn er ist ja, wie gesagt, moderat zu bekommen vom Preis her. Und wir können da, also er bietet nur Vorteile. Und wir haben da Geschwindigkeit, Arbeitsbreite und das volle Programm hat einen Bunker, den wir dann eben abladen können. Und dann brauchen wir nämlich auch nicht das mit den Paletten laden und tun und fort und so weiter. Ja, also hier das System hier dann natürlich, wenn die Paletten dann produziert sind und hier drauf zu laden, das ist okay für mich, gar keine Frage. Auch hier gibt es Autoload-Funktionen mit dem TI-Runner, was es natürlich dann auch deutlich einfacher macht. Aber so schön auch das jetzt hier ist, wie gesagt, das Bild gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und weil mir das Bild so gut gefällt, sollte ich mal auch eins schnell machen. So, zack. Ja, dann machen wir doch schnell mal ein schönes Bild hier mit den ganzen Paletten hier auf dem Feld. So, zack, zack und Dankeschön. Ja, da muss ich mir echt Gedanken machen, wie wir damit umgehen wollen. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall, wenn der Kollege dann hier wieder zurück ist, ihn wiederholen. Wir können jetzt eigentlich auch selber fahren. Und dann eben, wie gesagt, wird wohl der Trend gehen, doch zum Vollernter mit entsprechenden Anbauteilen für die verschiedenen Sorten. Und wenn man ehrlich ist und wir nehmen die Standardvariante, dann bin ich eigentlich mit 5 Anbauteilen für 10.000 plus dem Vollernter, dem Selbstfahrer bei 250. Und wo kriegt ihr einen Vollernter oder einen Selbstfahrer für 250.000, der eben auch mehrere Fruchtsorten ernten kann? Hm, sind wir doch mal ehrlich. Also, wenn wir hier groß einsteigen wollen, dann wird es vermutlich nur so gehen, mal unabhängig natürlich von der Zeit. Aber das muss eben jeder ein Stück weit für sich auch selbst entscheiden, wie er hier dann spielt. Also prinzipiell finde ich das mit diesen Paletten und so weiter alles sehr, sehr gut. Aber auch das Thema mit dem Fahren, also mit dem Anhänger, immer hängt man irgendwo fest, eckt an. Das liegt natürlich so ein bisschen an dieser Lenkung, an dieser Achslenkung, die eigentlich einen unterstützen soll. Aber man hat halt eben dieses Heck
Und ruckzuck bleibt man wieder irgendwo hängen und verhakt sich. Und das war auch bei diesem Grimme-Kartoffelernter bzw. diesem Schwartaufsammler ähnlich, wenn man damit durch die Gegend fährt. Also das ist wirklich nur fürs Feld und man muss wirklich gucken, mit welchen Feldern man da arbeitet, damit man da wirklich auch ein bisschen Spaß an der Sache hat. Soweit, so gut. Wir machen jetzt erstmal weiter, denn wir sind wie gesagt voll in der Ernte und ich werde jetzt auf jeden Fall dieses Karottenfeld, ich werde mich hier noch ein bisschen geißeln, ich werde auf jeden Fall dieses Karottenfeld noch herkömmlich abernten. Dann werden wir diesen Monat schauen, dass wir ein bisschen Geld verkaufen. Natürlich Paletten, um Geld zu machen. Aber wie gesagt, warum ich hier ständig an diesem Pfosten hier hängen bleibe, das Interessante ist ja auch, wenn man hierher fährt, bleibt der Aal hier an dem Pfosten hängen. So, und er nimmt sämtliche Verkehrsschilder mit, auch das. Wir werden Geld machen und dann, denke ich, werden wir für den nächsten Monat bei all den Feldern doch tatsächlich hier auf den, ja, Selbstfahrer gehen. Ich sehe es nicht anders. Und wenn wir weiterhin auch mit Zuckerrüben und allem arbeiten wollen, dann geht das nur so. Jetzt könnte man natürlich sagen, als Kompromiss, weil es ja für Kartoffeln und für Zuckerrüben einen eigenen Abfahrer gibt, könnte man das ein bisschen anders gestalten. Schauen wir mal. Ja, ich wollte eigentlich das hier abhängen. So. Schauen wir mal. Kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Denn wollen wir hier auf dieser Map auch richtig vorwärts kommen und ich tendiere ja ganz, ganz stark dazu, dass wir diese Map dann zukünftig auch nehmen für das XXL bzw. das Big Farm Projekt. So, jetzt muss ich mal schauen, wie rum ist denn jetzt wieder richtig? So rum ist richtig. Denn wir haben ja auf dieser Map hier diese vielen, vielen schönen großen, das ist ja mal falsch, diese vielen großen Felder hier unten zum Beispiel, ne, die 55, dann haben wir natürlich hier rum überall große Felder, mit denen wir arbeiten können in der Nähe von der Getreidefabrik. Die Felder sind ja auch groß und hier unten können wir Felder zusammenlegen. Ja, wobei hier geht es glaube ich nicht, da ist ja ein Bachlauf, ne, aber da könnte man die Felder zusammenlegen, und man hat ja auch hier zwischendrin Platz eigentlich. Hier sind ja Flächen ohne Ende, wo man dann auch entsprechend noch bauen könnte und würde sich dann eben als, ich sage mal, Karottenbauer, Karottenbaron, denn im Endeffekt läuft es ja auch auf die Karotte hinaus, denn so wie es aussieht, bringt die Karotte das beste Geld, würde man sich dann eher hier auf die Felder hier oben da konzentrieren, um dort zu arbeiten. Und mit den Feldern könnte man auch diese Felder hier wunderbar natürlich hier eher in den Bereich gehen, Großbauer, dann eben auch ein bisschen Big Farm projektmäßig mit den großen Erntemaschinen hier zu arbeiten. Ja, so sehe ich das. Und dann hätten wir das praktisch alles auf einer Map. Dann könnten wir nämlich hier zum einen mit einem Bauer arbeiten, der sich nur um den Kleinkram kümmert, sage ich mal. Und mit einem Bauern oder mit einem Betrieb, der dann halt tatsächlich sich um die großen, großen Dinge kümmert und mit den großen Dreschern und mit den großen Häckslern dann unterwegs sein wird. So sehe ich hier die Zukunft auf dieser Map. Aber jetzt haben wir erstmal in der nächsten oder in der näheren Zukunft, sind wir erstmal damit beschäftigt, unsere Paletten hier wieder aufs Gerät zu bringen. Mittlerweile ist auch er wieder voll, so wie es aussieht. Das heißt, die Paletten müssen wir gerade mal abladen. Sodele. Und was mir eben auch aufgefallen ist natürlich mit diesen Erntemaschinen, ist immer, dass ein bisschen was stehen bleibt. Also auch da bin ich nicht ganz so glücklich. So, außer man nimmt natürlich das in Kauf. Okay, Motor an und wir müssen hier die Paletten erstmal wieder abladen. Ja, dazu bietet es sich halt an. Einfach rückwärts raus. Und da muss man nämlich auch ein bisschen aufpassen, dass man weit genug steht, weil einmal habe ich auch den Helfer dadurch blockiert, weil ich dann doch ein bisschen zu dicht mit den Paletten war. So, Delle. Kleines bisschen vorfahren, zuklappen, kaufen. Yep. Und dann gehen wir wieder hier rein. Ja, ist wie gesagt alles so ein bisschen Feinarbeit und da ja hier irgendwie die Geräte hier ziemlich schwänzeln, also hier ganz schöne Bögen fahren, ist es auch nicht ganz so leicht, dass er in der Spur bleibt.
Ja, jetzt fahren wir hier wieder zwei Dinger weg. Naja, okay, ist so. Abendfüllendes Programm. So, machen wir auch ein schönes Foto. Ja, und dann wenden wir uns mal wieder dem Kollegen hier zu. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Lass mal erstmal die zwei Paletten hier runterkriegen. Ja, jetzt haben wir uns natürlich hier clever hingestellt, ne? Ja, ist klar. Dann machen wir mal Folgendes. Dann machen wir erstmal hier Platz. So, ich mache das dann so wie der Kollege Sens, den ich ja hier auf dieser Map auch gerne verfolge. So war es, glaube ich. Ein bisschen breiter. Dann erstmal wieder hier runterlassen. Weil der nimmt nämlich immer die Paletten so. Ja. Dann flutscht es nämlich. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die Spanngurte wegmachen. So. Ja, jetzt werden wir das uns ein bisschen hier zurechtrücken. Ja, doch nicht. Ah, jetzt haben wir wieder die eine Palette drauf. Ja, jetzt haben wir wieder Trouble. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen in die Bredouille manövriert, so wie ich das sehe. Ja, weil die eine Palette wieder mal hängt. Das hat man auch manchmal. Ah, ja. Klar. So. Ja, jetzt glaube ich, kriegen wir das wieder nicht gerade. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie schieben können, dass sich das dann ausrichtet entsprechend. Sind wir hoch genug? Oje, oje, oje. Aber im Endeffekt müssen wir es auch nur irgendwie draufkriegen. Und dann hoffen wir, dass die Spanngurte den Rest machen. Oje, oje, oje. Nee, 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 das wird auch nichts. So, jetzt erstmal die anderen Dinger wieder runternehmen. Die kann man natürlich dann auch im Prinzip aufnehmen wieder mit dem Erntegerät. Okay, das war es nicht. Ach nee, komm. So, dann hauen wir die mal dahin. Müssen wir sowieso schauen, wie wir dann da am besten hinkommen. So, so. Also so gestaltet sich die Ernte natürlich schon als ganz schön langwierig und aufwendig. Okay. Ja, was habe ich jetzt? Ist da noch ein Spanngurt? So, okay, okay, okay. Jo. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die nächste Palette... Die stellen wir jetzt mal hier hin, weil wie gesagt, wir müssen das ja dann später mit dem Ernte aufnehmen. Und ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, es ist halt wie immer, ne? Wenn es genau passt und so weiter, ist das alles Wunderbärchen. Aber wenn die Sache halt ein bisschen verschoben ist, dann hat man dann Probleme, das Ganze wieder hier auf die Reihe zu bringen. Deswegen ist natürlich so ein Autoload nicht verkehrt, wo man eben sagt, okay, man bringt die Paletten zum Autoload hin. Aber der kann dann halt definitiv die Paletten sauber reinstellen. So. So, damit es dann eben nicht so aussieht wie jetzt gerade hier. Das Gute ist ja theoretisch... Ja, jetzt zieht er das Ding schon wieder raus. Das Gute ist ja, dass auf jeden Fall dieses Teil immer schön waagrecht ist. Dieser Anbau.
Und nicht wie beim Gabelstapler, wir natürlich dann auch noch diese Achse haben, wo wir immer waagrecht machen müssen. So, wenn es so läuft, macht es eigentlich immer schön Spaß. So, Helfer D. Wir fahren beim Kollegen jetzt übers Feld. Da kenne ich jetzt nichts. Hätte ich natürlich auch klar die Plattform ein bisschen woanders ablegen können. Jetzt wird es vermutlich eng. Kriegen wir das jetzt? Nee, das kriegen wir jetzt nicht drauf. Ne? Da verschiebe ich jetzt, oder? Boah. Oha. Ja, okay. Doch, es passt, es passt. Ja, zieht schon wieder. So, okay, das passt soweit. Der andere ist wieder in der Parkposition und wartet darauf, dass er abgeladen wird. Das werden wir jetzt noch schnell tun. So, wo ist er denn? Hier ist er. Jep, er ist wieder voll. Dann fahren wir hier mal wieder rückwärts. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Obwohl... Doch. So. Sehr gut, dann schauen wir mal, dass wir jetzt noch die zwei Paletten wieder aufnehmen. Ob das soweit funktioniert. Und dass wir dann im Prinzip nur noch zwei Paletten nachkaufen müssen. Und dann werden wir hier weiter ernten für dieses Jahr. Und dann kann es gut sein. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wie war denn das jetzt wieder? Was ist jetzt, dass wir es nicht kaufen? Zack. Anschalten, Boxen aufnehmen. So. Und dann kann es gut sein, dass wir in der nächsten Folge tatsächlich dann mit dem Vollernter unterwegs sind. Denn wir haben da drüben noch ein rote Beetefeld. Aber ich habe ja gesagt, dieses Jahr machen wir noch hier mit diesen Gerätschaften. Und dann können wir das ganze Material verkaufen. Nehmen nochmal einen kleinen Kredit auf, obwohl wir ja jetzt auch mittlerweile, glaube ich, mit wie viel? Mit zwei? Ja, er nimmt es auf, sehr gut. So, das heißt, dann hier wieder zumachen. Und jetzt müssten wir Boxen kaufen. Zwei Stück. Na, also soweit habt ihr mitgedacht bei Giants. Sehr schön. Und wie gesagt, dann werden wir dieses Jahr noch mit diesen Gerätschaften hier abschließen. Und dann müssen wir uns für den nächsten Monat, wenn es dann nämlich auch hier richtig in die Ernte geht, noch mit den Kartoffeln und hier mit weiteren Fruchtsorten. Und da werden die Felder ja jetzt noch größer. Jetzt muss man hier wieder aufpassen, dass man hinten nicht hängen bleibt. Ich denke dann nur an das Feld hier links. Denke ich, wird es gar nicht anders gehen, als dass wir tatsächlich... So, wo hat er denn jetzt aufgehört? Wo hat er denn jetzt aufgehört zu ernten? War das jetzt hier? So, wir fangen einfach mal an und schauen mal. So, er fährt hier vor und dann geht's weiter. Okay. Jo, dann sage ich doch erstmal recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wie gesagt, wir werden hier jetzt frisch vom Fröhlich frei hier noch weiter ernten, ernten, ernten und diesen Monat August soweit abschließen. Und jetzt hört er wieder mal auf planmäßig, aber ich höre jetzt auch auf. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo oder ein Däumchen hier lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Zilonka oder... unsere Alpen mit Neumini-Brunnen oder am Dienstag oder Freitag zum Livestream auf der Galgenberg ab 20:30 Uhr. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, ciao, euer Badenfarmer.